Ich grüße dich. Wir machen heute ein Dinkel-Roggenbrot, das Ganze auf Low Carb. Und wie ihr das mit wenigen Handgriffen selber machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Dafür brauchen wir einmal 300 Gramm an Magerquark, 145 Gramm Dinkelvollkornmehl, 100 Gramm Roggenvollkornmehl, 2 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Salz. Ich nehme immer 2 von den kleinen Löffelchen und dann vermischen wir das Ganze, so dass sich ein glatter Teig einfach ergibt. Das kostet ein bisschen Mühen, weil der Teig relativ trocken ist. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Knethaken machen und natürlich könnt ihr den Teig auch mit euren Händen kneten. Wenn der Teig dann so schön trocken ist, werde ich jetzt anfangen, mit den Händen den einmal nochmal durchzukneten, dass sich das Mehl mit dem Quark richtig schön verbindet und dann können wir ihn eigentlich schon in die Backform packen. Und wie ihr sehen könnt, wird es ein sehr kompakter Teig. Bestreue ich mir das Ganze noch ein bisschen mit Mehl. Das sieht besser aus, finde ich am Ende. Ist auch für eine ordentliche Kruste ganz gut. Und dann kann das Ganze auch schon bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen hinein. So, das Brot ist fertig und schaut euch mal an, wie toll das geworden ist. Super. Und nachdem das Brot jetzt schön ausgekühlt ist, es auch anschneiden. Ihr könnt hören, wie kross das geworden ist und auch wie fluffig und dass das eine schöne Feuchte jetzt hat.